Morgen, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands im Worldplay mit Reaper. Hallo. Nabo. Hi. Und Vanwa. Hallo. Und dem Esel. So. Und dem Esel. Mhm. Die wollen. Ah, ich sehe schon. Wieder mein Lieblingsspielzeug. So, wir wollen so schräg links hinter uns. Irgendwo werden wir beschossen. In die Richtung? Noch weiter rechts, 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 rechts. Da kommen wir schon eher in die Richtung. Ja, das passt. Okay, unsere Mission für heute? Da unten anlegen, wo der Steg ist. Seht ihr das? Da ist auch ein Heli. Ah ja, ja. Positiv. Okay. So. Da unten müssten sie einerseits Informationen haben und sollten wir die Möglichkeit haben, könnten wir den Heli von denen jetzt entführen. Aber das ist optional. Hier wollen wir es auf die sichere Methode machen. Oder Wampel-Style. Was Commander sagt. Ja, wir landen hier in sicherem Abstand. Unten am Strand stand nämlich auch gerade wieder einer. Setze Drohne ab. Zu ihren zweiten. Ich habe einen dritten Tango. So, der hier ist sehr versteckt, deswegen habe ich ihn mal markiert direkt. Der ist ganz außen rechts. Kann man bei dem Heli identifizieren, wer der Pilot ist? Ich versuche es mal rauszufinden. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Auch wieder Zivilisten überall. Könnte das da vorne rechts eine kleine sein? Gruppe Feinde. Nummer 3 ist der Pilot. Okay. Es sind zwei direkt am Helikopter. Einer da oben, den habe ich gerade markiert. Ja, und sind noch einer auf dem Steg. Zwei nicht markiert. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. So. Ja, drei nicht markierte sind beim Heli jetzt. Ja. Stimmt, da vom Steg. Ja. Jemand Schussfeld auf drei? Negativ. Negativ. Auch negativ. Könnte. Wenn ihr eins ausschaltet, dann könnt ihr euch da zum Strand begeben. Okay. Dann wäre das wahrscheinlich die beste Richtung, aus der man drei abschießen könnte. Okay. Wenn eins mal stehen bleiben würde, oder bist du lieber? Welchen sehe? Von meiner Position aus habe ich gerade. Down. Okay. Bei Sicht, okay. Dann könnt ihr runter zum Strand. Hier komme ich nicht. Aus unerklärlichen Gründen. Ich habe keinen Sichtkontakt direkt, aber das. Mein Herz zeigt es dass ich die 3 ausschalten kann. Reaper. Ja. Kannst du mir irgendwie. Achtung, 4 begibt sich zum Strand. Das hat nicht so gut geklappt. 4 könnt ihr die Leiche finden. Bin unten an der Straße. Hat kein 30 Sichtfeld auf 4. Ja, ich hab weiß, ich fällt auf 4. 4 erledigen. Der kann das bevor die Leiche findet. Okay, ich bin am Strand. Kannst du von da aus die 3 sehen? Negativ. Okay, der befindet sich glaube ich auch gerade im. Nee, er befindet sich am Heckrotor quasi. 4 ist auf dem Weg zu ihm und sieht ihn. Hätte Freischuss wird auf 2, steht gerade am Strand, neben einer Hütte. Ja, kannst du ihn erledigen. Ziel eliminiert. Versuche Sicht auf 3 zu bekommen. Ja, also 3 wäre am wichtigsten. 2 ist ins Wasser gefallen. Gut. Ja, gut. Ja, ich könnte 3 erledigen. Drücke Furz. Hand. Okay, Enno, kannst du 4 ins Visier nehmen? Gerade so. Okay, wenn ihr es schafft, dann 3 und 4 gleichzeitig. Okay, ich brauche einen Timer. Dann vom Commander, weil wir haben leicht einen Delay bei uns. Okay, dann 3, 2, 1, jetzt. Der Tango ist hin. Sehr gut. Alle Tangos down.
Okay. So soll es sein. Ich nehme hier noch Vorräte mit. Ja, wir müssen auch noch die Informationen suchen. Bevor wir den Heli entführen. Ich glaube, wenn ich wieder in unserem Land bin, dann habe ich die durchtrainiertesten Beine des Jahrhunderts. So, wie von irgendeinem Gegner an einem Brand. Oh. Ja, ich glaube, habe ich gesehen, ja. Bowman meint ihn auszuschalten. Okay, das tut mir leid. Los geht's. So, wie ich von irgendwelchen 5 Kilometern runterhüpfe und mich abrollen muss und so weiter. Dann bringen wir erstmal mit den Nachschub weg, können oder? Wir uns wohlwollend von den Rebellen ja. verdienen. Dann alle einmal einsteigen. Commander, ist hier noch was sonst? Nee, hier haben wir alles. Boah, du machst mit deinem Sniper den ganzen Sand ins Auge. Alle an Bord? Jo. Okay. Da, wo du gerade hinguckst. Die Richtung ist schon mal gut. Vielleicht einen Millimeter nach rechts. Ja, das sieht schön aus. Dieses... Ist das das Resort? Das vor uns, ja. Ja, da müssen wir nochmal drüber fliegen. Oh. Hinter dem Resort müsste so ein... Also quasi die höchste Spitze von dem kleinen Berg da. Das müsste so ungefähr hinkommen. Von oben sieht dieses Resort aber schon ziemlich... Oh, vielleicht der Heli rechts. Ja. Noch ein bisschen weiter nach rechts, dieses kleine Mini-Plateau, da müsste es irgendwo sein. Der kleine Verschlag von oben drauf, okay. Ja, genau. Ja, genau da. Dann haben wir geradeaus auch noch einen schwarzen kleinen Mini-Heli. Komm ich irgendwo sicher runter? Ich glaube, genau hier kannst du. Da! Ja. Ah! Na ja! Helis plündern ist mein Haus. Sicher landen! Oh. Das lernen wir nochmal. Sieht gut aus. Wir sind doch noch am Leben. Ja, da war ein bisschen Schieflage. Minimal, ja. Bisschen. Dann erst auf der anderen Seite einsteigen, sonst kippen wir ihn um. Okay, dann wieder ein bisschen nach links und dann ab über das große Wasser. Ab über den Tümpel. Jo. Ich glaube noch ein Stückchen weiter nach links. Das sieht gut aus. Ich glaube, das, was wir da so ein bisschen links sehen, die Häuser, da müssen wir hin. Verstanden, kurz und angepasst. Ja, das sieht gut aus. So, wir müssen aber, ohne entdeckt zu werden, müssen wir von einem Politiker Informationen bekommen. Yeah. Befindet er sich in der vorderen oder hinteren Villa? Der, die jetzt näher bei uns ist. Okay. Wir sollen ein paar pikante Bilder von dem mit der Drohne machen. Okay. Das heißt, du musst betreiben. Ja. Aber wir dürfen auch nicht erwischt werden, weil wir sollen den Politiker halt mit einer Hostess erwischen. Ja. Ach nein, der Berlusconi ist da. Wenn es die Drohne macht, könnten wir uns hier am Zaun positionieren. Mhm. Und dann reinfliegen. Das wäre eine Möglichkeit. Was?
Hier ist er schon. Das war zu auffällig anscheinend. Anscheinend. Ich weiß so nicht, viel dazu. Was da passiert ist. Ich habe am Ende einen gesehen, der ist auf uns zugelaufen. Ja, und einen auf Schießen ist wohl nicht erlaubt. Doch, erschießen ist erlaubt, das darf nur nicht auffallen. Da ist aber jemand müde. Wir haben wisst jetzt ihr, mittlerweile. Wie das ist, wenn man durch dieses blöde Scharfschützengewehr, durch diesen Aufsatz klotzen muss? Zum Glück nicht. Selbstgewählte Herren. Ja, außerdem wird man als Scharfschütze sehr faul, weil man eigentlich permanent überall nur rumliegt. Dann wird man auch müde. Dann ist ja gut, dass wir dich so schön trainieren mit schön viel Muckis, damit du auch sprinten kannst, wenn du in Gefahr bist. Oh. Mir wurde im Po geschossen, ist das jetzt schon zu auffällig? Ja, das war schon auffällig. Da waren welche an der Straße, ernsthaft? Das habe ich auch gedacht. Gut. kennt okay. ihr den Butterfly-Effekt? Ich glaube, den testen wir gerade. Ja, ich habe gerade so Déjà-vu-Erlebnisse. Oder Vietcong-Flashbacks. So, wir werden jetzt wieder ein bisschen aufmerksamer. Wobei, wenn ich schon beim Anflug richtig gesehen habe, die Drohne fliegt. Ist links die Straße. Sind das hier Gegner? Wir kennen eine kleine Gruppe von ja. der. Ich habe noch können wir die eins erledigen? Drittes Ziel. War hier eins, weiter? Ja. Eins war drei erledigt. Auch. Ja, ich aber nur gleichzeitig. Ich habe Sicht auf drei und zwei. Ich habe zwei. Ja, welchen nimmst du? Drei. Dann nehme ich zwei, okay. Okay, dann 3, 2, 1, Schuss. Abschuss bestätigt. Eins liegt doch so galant. Siehst du, dass auch wann war? Ja. Er klingt doch so galant an dem Zaun. Ich war mir kurz nicht sicher, ob der noch lebt. Ich auch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ja hinten runter. Und da ist noch ein Tango. Beziehungsweise der Commander würde es bestätigen und hier über die Felsplateaus. Wo ja. wir da an der Straße entdeckt werden. Da ist noch ein dritter. Aber drei patrouilliert genau da, wo wir lang wollen. Ich könnte drei erledigen, theoretisch. Ja, drei können ausgeschaltet werden. Moment, der läuft gerade in deinen Baum. Und. Okay. Eins und zwei höchstens zusammen ausschalten. Noch sind sie kein Problem, wenn wir hinten rumgehen. Und da ist Ziel Nummer drei. 3 steht da ganz entspannt, der wird auch erst später ein Problem. Aber erstmal können wir die Flanke lang marschieren, wo wir eben waren. Bin schon an der Felswand. Wie eben. Wir hier hoch. Ja, wo wir landen wollten mit unserem Heli auf dem Weg hierher. Von ich schau der mal Stunde. Grad, ob es machen wir es leise. Achtung, ich komme auch dicht da dran, damit die Drohne nicht. Ja, ich könnte ja. gleich hier, auf drei. Ich könnte drei erschießen. Wäre auch besser, wenn man hier hochklettert, könnte drei einen sehen. Okay. Erledigt. Wird einer gleich entdeckt? Von wem? Ich weiß nicht. Ich das war es von außen, war so ein blödes Fahrzeug da. Ich meinte, es reicht eigentlich, man wird doch. Wenn wir hier an der von hier aus müsste es reichen, ja. Alternativ kann man sogar unter die Villa fast hier. Ja, aber entdeckt. Weiß ich nicht, von unten ist. Hier unten ist gut. Ich verstecke mich hier unten neben der Treppe und gehe mit der Drohne hoch. Mhm. Landen. Wanda und ich sind bei dir. Okay. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Sind unsere Tage als Spanner gezählt. Ich höre schon ein bisschen rumgestöhne, ich denke, hier sind wir richtig. Ist die Frage, sind deine Kamerabilder so hochauflösend? Kann man dieses Material auch an die Teamkollegen weiterschicken? Wir nehmen auf. Die Lautstärke passt. Seht zu, dass ihr sein Gesicht drauf bekommt. Oh Mann, ich glaube, es ist gut, dass die Frau das macht. Ich glaube, das ist. Naja, für die spätere Veröffentlichung muss man das verpixeln.
Was war denn das? Ich sag mal so viel, es war ein ganz böser, böser Politiker. Sind vorbei. Ich sehe mir den Scheiß nochmal an. Da will einer wirklich spannen. Ich hab keine Ahnung. Was sind unsere weiteren Ziele? Aus dem Gebiet entkommen, würde ich sagen. Würde ich meinen. Ja, eigentlich nichts weiter, außer ihn filmen und abhauen. Na dann. Ist er denn gefilmt worden? Na klar. Ja, wir können auch gerne nochmal mit der Drohne rein, wenn ihr möchtet. Nee. Ich habe leider rein. Keine Drohne. So, ich hätte uns schon mal einen Vortrag versucht. Papa, sie hat ein interessantes Outfit. Ich glaube, das muss ich mir auch mal zugeben. So, ich düse wieder ab mit der Drohne. Das da unser Sunny. Und ich wette, niemand weiß, wie böse du warst. Nee, das ist Sniper. Aha. Der hat sich die sportliche Version geholt. Wir hätten hier auch noch einen kleinen Orden, den wir uns holen könnten. Ist es das wert? Wo müssten wir denn als nächstes hin? Was hast du getan? Eigentlich der Straße weiter folgen. In welche Richtung? Da, wo wir hinfahren? Da, wo du gerade hinfährst, ja. Kommt doch auch noch ein Heli. Na, danke auch. Okay. Wir haben auch noch, wenn ich richtig sehe, wo wir gerade waren, in der großen Villa allerdings noch einen kleinen Punkt. Ach ja? Ja, in beiden quasi. Ach Mann. Naja. Katzenbein. Wo seid ihr denn jetzt? Wir sind schon beide gefahren. Ich ohne bin mich direkt neben dem Präsidenten. Ich hab's geklaut. Okay. Mm-hmm. Hast du Spaß beim Spannen? Ich höre ihn. Ich sehe sie nicht, aber ich höre interessante Gespräche. Gespräche. Er war ein ganz böser Junge. Stell dir dazu vor, wie sie schön auf ihm drauf sitzt und ihm immer Ohrfeigen gibt. Sei schmutzig. So, wo müssen wir jetzt sammeln, Commander? Auf der Straße. Am Umdrehen. Okay. Sehr böse. Und ich wette, niemand weiß, wie böse du warst. Mal nichts mehr. Der war ja Kastigar. Sagen wir so, es hätte heißer zugehen können. Ich kann dieses Gelände nicht verlassen. Hangen im Lustparadies. Ho! Unser Sunny ist gefallen. Unser Sunny ist echt für ein Noob. Na, wo ist er denn? Hier liegt er. Irgendwie darf ich ihn nicht wiederbeleben. Danke. Da kümmere ich mich drauf. Aua. Du weißt doch, Frauenhände können das viel besser. Okay, was ist die Aufgabe? Zurücksetzen und der Straße folgt. In welche Richtung? In die Richtung, wo du jetzt hinkommst. Nein, nicht die. Ich hab in diese Richtung geguckt. Alter, guck dir das mal an. Ich bin die halbe Strecke gefahren, hin und wieder zurück. Der Wagen hatte keine einzige Stelle. Der muss gebraucht aussehen. Aber das ist ein Nobelkarosse. Diese Kiste kostet 200.000 US-Dollar. Naja, das ist leider Also übrigens das Karma dafür, dass er uns zurücklässt. Ich sage mal, 200.000 Dollar sind da ein bisschen übertrieben. Ja, das kostet doch nichts, den kriegst du doch. Also aus Deutschland die Importe. Also das Ding kostet auf keinen Fall, wenn sie neue Modelle 6 Stück oder 5 Stück haben. Seht ihr die Villa da vorne? Das ist unser nächstes Ziel. Villa aber vorsichtig, da sind wieder Gegner. Aber Reaper ist auch mal eins. Du hast schon gesehen, wie ich vor uns geflogen bin. Wir haben gesehen, wie du das Boot auf den Grund gesetzt hast und die Wanwa fährt. Dass ihr die Rollen doch gut verteilt. Ich habe das mit Absicht gemacht. Ich mach das auch alles mit Absicht.
Wir dürfen nicht entdeckt werden. Oh nein. Wir müssen den Assistenten finden. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Eingegen am Eingang. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Eine Richtung Pool. Okay. Außer Sicht bleiben. Wanzen setzen Haut weg, wie Schatten in der Nacht. Also, falls ihr es mitbekommen habt, den Anruf von der CIA-Tante. Ja. Wir sollen Wanzen platzieren. Was natürlich nicht gut kommt, wenn wir gesehen werden, weil dann wissen sie, dass da irgendwas nicht stimmt. Was gilt nicht gesehen? Gilt es auch, jemanden auszuschalten? Ist es gestattet? Da war nie die Rede von, aber wir dürfen halt eigentlich nicht erwischt werden. Vorsicht, wann war? Zwei ist in deiner Reichweite. Okay, aber es ist gar kein Problem, wer dürfte mich nicht sehen. Okay, Vorgehensweise? Ich könnte die zwei ausschalten ohne Probleme. Negativ. Wieso negativ? Also ich sehe bei der zwei niemanden. Ich habe kein freies Schussfeld. Ja, aber ich. Okay, zwei ausschalten. Jetzt oder nie? Das hat er gehört, Nummer 1. Okay. Er geht in die Richtung. Er kann die Leiche gleich sehen, dann. Okay, das war ein Fehler. Ich musste auch Verdacht entdeckt. Schießen. Ich musste leider auf Verdacht schießen. Ich wusste nicht genau, ob ich treffe oder nicht. Ich habe nur die Positionsmarker gesehen, wie sie mir markiert hat, dass er in meinem Sichtfeld ist. Dann lieber Wanwa überlassen. Nicht einfach schießen. Okay. Aber die Vorgehensweise war prinzipiell in Ordnung? Ich denke. Okay. Also es ist ja noch nicht fehlgeschlagen, als wir den einen erschossen haben. Oh mein Gott, wo sind wir? Ah, hier ist ein Weg nach oben, glaube ich. Naja. Ja, zur Straße und dann weiter nach rechts folgen. Das ist aber, finde ich, eine schöne Villa. Also da würde ich in meiner Rente dann auch wohnen wollen. Werden wir uns niemals leisten können, glaube ich. Doch, als erster Offizier Sanitätsarzt verdiene ich genügend. Aha. Und wovon träumst du nachts? Das wollen wir, glaube ich, nicht wissen. Das hat man vor, das ist auf deinen Aufgaben zu von erträumt. Bowman, wir sind vor Ort. Hat Cassitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, ich versuche mal wieder dich daran zu rutschen. Die Felsen sind eigentlich ganz nett. Außer Sicht bleiben. Wanzen setzen und weg. Wie Schatten in der Nacht. Setze Drohne ab. Die Person auf dem Balkon ist wieder zu sehen. Durch irgendwas ist sie aufgeregt worden. Ich denke, sie hat kurz gedacht, sie hat meine Drohne gesehen. Da ist noch einer, genau da. Ja, ist ein bisschen nervös. Wir haben noch einen mit dem Fernglas da hinten. Okay, das sind die, die so im Hinterbereich sind. Die 1 geht wieder auf den Balkon. Aber nicht umbringen. 3 ist eher auf der Spur. Guck einmal kurz ins Häuschen rein, was da so geht. Wie ist das mit dem Haupteingang? Da bin ich gerade nicht stationiert, obwohl es waren dort 2 Gegner. Einer am Eingang, einer Richtung Pool und dann kam ein dritter vom Pool aus. Ziel 5 gesichtet. Ja, da sind weitere Leute am Eingang. Ich sehe um den, die Ecke, dass der Eingang auch nicht gut ist. Oh Gott, ey, was haben wir denn hier für eine Vegetation? Hier ist ja überall nur Busch. 3 ist übrigens ein besserer Schütze als die anderen. Das ist ein Veteran.
Der hat auch anscheinend mehr Weste an. Die drei? Die drei, ja. Wird die beobachtet? Nein. Kann ein wenig... Kann ein wenig über die Hecke aufs Gelände gucken. Eins kann ausgeschaltet werden, wenn ihr ihn seht. Erledigt. Tango ist tot. Okay. So viel zum Thema. Drei ist die bessere, ist der bessere Schütze. Die 1 und die 4 und die 3 scheinen die einzigen Leute auf dem Gelände zu sein, auf dem Hof. Ja, auf dem Hof, aber wenn wir von hinten reinkommen, dann können wir eigentlich besser ins Haus. Okay, dann gehe ich auf den Balkon. Ja. Da, also die 2 steht mit dem Rücken zu dir. Okay, soll ich die erledigen? Wenn du es schaffst, schleich einfach dran vorbei ins Haus. Okay. Ich bin im Haus. Sehr gut. Also es gibt 3 Positionen, wo du die anbringen kannst, die Wanzen. Du kannst hier mal so ein bisschen im Haus gucken, ob du vielleicht hier so die Statue oder irgendwas. Ich gucke mal. Könntest. Hier ist so eine kleine Sensenmann-Figur, vielleicht die oder so. Oder das Radio. Ne, Telefon ist das. Hier scheint mir keine geeignete Position für eine Wanze zu sein. Oder die Base? Auch nicht. Ich denke... Ah, doch. Die Vase ist weg. Ich kann hier vielleicht eine Wanze platzieren. Oh, ich habe Konfetti gemacht mit der Drohne aus Versehen. Ich bin gegen ein Buch geflogen und das ist in Konfetti aufgegangen. Ab eine Wanze platziert, könnte eventuell in die nächste Villa. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube da, wo du jetzt gerade warst. Also da, wo meine Drohne ist. Siehst du die? Naja, positiv. Beim Bücherregal hier? Hier irgendwo müsste auch noch, glaube ich, eine Drohne hindern, eine Wanze hindern. Ja, das Bild wäre doch eine gute Idee. Okay, das hört sich gut an. So, und damit das ausgeglichen ist, hier vorne vielleicht noch? Na ja, stimmt, das gegenüber. Oh, nee, das sieht auch nicht, gut nee. Aus. Dann hier vielleicht. In dem Regal? Nee, es ist auch nicht. Nicht schön. So, ich guck gleich mit der Drohne nochmal in das Nachbargebäude. Wir haben ja zum Glück ein bisschen unsere Ruhe. Ja, ich kann mich schon mal ins Nachbargebäude rüber übergeben. Hier ist niemand, der mich sehen würde. Bin nämlich jetzt im Nachbargebäude. Ja, das sieht gut aus. Was könnte man denn hier nehmen? Ich glaube, hier liegt sein Handy. Ist das vielleicht relevant? Sein Handy? Ja, hier so auf der Kommode. Welche Kommode? Hier bei der komischen Büste und der Uhr. Ist hier irgendwas Relevantes? Nee, das Handy scheint ein anderes zu sein. Oder die Base oder so. Dusche, das Waschbecken. Scheint mir alles nicht so ein guter Ort zu sein. Ja, mit der Ruhe. Der Ort für die Wanze muss gut gewählt sein. Ist das hier ein Kokainplättchen? Wo? Auch auf der Kommode. Näher bei dem Stuhl. Ich glaub, Enno ist ja, schon das ist, der ist schon richtig. Nee, nee, noch kannst nicht. Du da irgendwie? Nee, auch nicht. Ich gucke mal im Garten. Hier sind ja Fitnessgeräte. Also hier draußen sitzen noch 2, die ein bisschen Spaß haben wollen. Wir könnten hier alle 4 ausschalten ohne Probleme. Ich habe Sichtkontakt auf alle bis auf die 1. Ja, ich habe auch Sichtkontakt auf die 3. Ja, wenn ihr es gleichzeitig schafft, dann macht es. Wenn ihr noch kurz wartet, dann komme ich vor. Da könnte ich bei Reaper oben noch einen mit abknallen. Also ich hänge hier auf so einem Felsvorsprung. Ja, da war ich vor uns wahrscheinlich. Also wenn du da hochkommst, Enno, dann schaffst du es wahrscheinlich auch die 2 umzunieten. Der ist relativ alleine, glaube ich.
Die 2, oh ja, die steht da hinten. Und die 3 könnte man noch ausschalten und die 4 kann man ausschalten. Aber die 1 ist halt das Problem, weil die auf die 4 guckt. Ja, die 3 ist das die einzige Person, die ich ausschalten kann. Bin unterwegs, bin gleich bei dir oben, Reaper. Wir müssten halt alle 4 gleichzeitig ausschalten, dann hätten wir Ruhe. Aber die 4 also ausschalten zu dritt ist schwer. Keine Sicht auf 1, Sicht auf 4, Sicht auf 3. Ich hab Sicht auf 3. Sieht 2 die anderen wirklich? Ich glaub nämlich nicht. Also 2 könnte ich ausschalten. Ich kann 3. Ich kann 3 und 4, also nehme ich 3. Nein, negativ 4, wenn. Ja, ja. Was ist mit der 1? Also 3, 4 und 1 sehen sich auf jeden Fall. 2 ist, glaube ich, relativ außen vor. Muss einer noch die 1 übernehmen, komme ich doch höher. Ich kann, aber 3 und 1 sind... Ich kann auch 4 und 3 fast gleichzeitig erledigen. Also 4 kann ich auch erledigen, so ist es nicht. Moment, soll ich hochkommen? Hätte jetzt 1 im Visier. Ich habe 3 und 4 beinahe in einer Schussbahn. Dann visier du mal 3 an. Aber 2 muss erst ausgeschaltet werden, dann kriegt das sonst mit. Dann kriegt das doch, glaube ich, nicht mit. Okay. Wo soll der denn hingucken da? Also ich sag, da kriegt das mit. Reaper und Enno, auf welche beiden habt ihr Sicht? Auf welche? 4? 4 und 2. 4 und 2. Okay, dann würde Enno 1, Reaper die 2, dann kann ich nämlich relativ sicher 3 und 4 ausschalten. Okay. Wir brauchen einen Counter vom Commander. Okay, dann 3, 2, 1, Schuss. Feind am Boden. Okay, das schien gut zu sein. So, und schon können wir uns frei bewegen in dem Ding da. Im Essen? Eine Wanze? Nee. Also ich glaube, die Kommode war da eigentlich schon nicht schlecht. Im Essen eine Wanze? Ernsthaft? Das knirscht doch beim Kauen. Also die Kommode macht er nicht. Da habe ich so eine Intention, dass das nicht gut ist. Ist ein Auto vielleicht? Das ist eine interessante Villa. Nee. Was? Ich konnte mir gerade irgendwas nehmen. Oh! Hier ist ein Orden! Wo denn? Auf der Bar hier außen. Wie? Auf der runden Bar. Runde Bar. Ja, die unter dem Reddach. Was? Reddach? Wenn ihr auf dem Vorhof seid, seht ihr die Bar. Also so wie wir das gerade verwüstet haben alles, fällt ja überhaupt nicht auf. Ach hier. Ja, genau. Obst? Nee. Hä? Vielleicht nicht drin, sondern im Außenbereich? Ja, ich guck auch schon überall. Der Typ hat zwar 3 dicke Autos, aber das geht auch alles nicht. Ah, hier bei den Kerzen. Nee, da kann man doch klettern. Klettern. Ach, ich mach's neben dem Bett. Oder im Bett. Wanzen platziert. Und am Bett. Sie sollten genug Dreck für Bomben sammeln, um Kapsitas Helfer aufzuspüren. War ich Machen nicht. Wir die Biege und verpissen uns von Ja, nur original chinesische Phase. War nur eine Biegenbase, ich weiß. Genau. Moment, ich fahre. Wir müssen den Bereich verlassen, unentdeckt, bevor der Typ kommt. Oh. Suff! Ja. Kannst du ja mal von der Tür weggehen, dann könnte ich vielleicht auch aussteigen. Ja, da haben sie recht. Nicht aus, schwarze Batterie. Wo lang? Ich würde sagen, erstmal nach rechts. Okay, einmal kurz einen Moment.
Okay. Wir sollen den Bereich verlassen und sobald wir die Info kriegen, müssen wir den Assistenten aufspüren und ihn eliminieren. Ich bin mir unsicher, was jetzt das Problem ist. Was sagen eure Speicherkarten? Ah, so fast voll, ja. Okay. Hey, du bist. Ach so, sorry. Ich war gerade noch abgelenkt. Na, dann hatten wir doch jetzt wieder ein paar erfolgreiche Missionen im Gegensatz zu vorher. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst einen Kommentar, ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.